Wie kamen Sie auf die Idee? Mission war schon also immer mein Ziel gewesen. Also wo ich als Kind war, schon 8 Jahre, das geht zurück als auch meine Berufung. Und da war also am 3. Dezember die Heilige Messe bei uns in der Pfarrkirche. Da war das Fest von Heiligen Franz von Xavier. Ja. Das ist der ganz große Heilige, also Missionar in Indien gewesen, also Spanier, das ganz große Heilige, Jesuiten. Und er war in Indien gewesen, in China, in Ceylon, missioniert. Und an dem Festtag, der Pfarrer hat erzählt also über seine Geschichte und wie er nach Indien gekommen ist als Missionar. Und nachher hat der Pfarrer gefragt, also ist da irgendjemand bereit, also bei diesen Kindern in die Mission zu gehen? Dann habe ich mich gleich gemeldet, also dass ich in die Mission gehen wollte. Ich hätte überhaupt keine Ahnung von der Mission gehabt. Mit acht Jahren. Da habe ich gesagt, also ich möchte in die Mission gehen. Und dann habe ich also von dem Zeitpunkt an, also für meine Berufung eigentlich, also für meine geistliche Berufung, dass ich in einen Orden eintreten möchte. Dann habe ich also daheim mit Eltern gesprochen, also die haben das gar nicht geglaubt, also dass ich wirklich also Ordensschwester werde oder in die Mission gehe. Und dann habe ich mit dem Pfarrer gesprochen, dann hat er gesagt, ich soll zuerst einmal also das christliche Leben, also wirklich gründlich leben, also wie es wirklich ist. Und dann können wir von Ordensleben reden und Mission reden. Und dann wurden auch also verschiedene Ordensgemeinschaften wurden dann vorgestellt, also wie die Schwestern verschiedenen von Ordensgemeinschaften leben und was für Apostolate die haben und wie die Schwestern leben. Und darunter war auch also Hüttenhirten, Schwestern von Hüttenhirten. Und der Name, also von vornherein, hat mich das wirklich interessiert, also gute Hirte, der einfach mal also die Schafe der Schafe nachgeht, vor allem, also das verloren gegangen ist. Vielleicht bin ich die Erste, die verloren ist. Und das hat mich unheimlich also beeindruckt. Ich komme aus einem Land, also unentwickeltes Land. Und ich würde gerne also da hingehen, wo wirklich Menschen also in Not sind. Eine unserer Missionsstationen, also von unserer Kongregation, da wo es wirklich also mich vielleicht mal den Armen so geben kann. Und dann am 16. Februar 1984 bin ich dann nach Madagaskar gekommen. Ich wusste nur gerade, wo das liegt, also Madagaskar, dass eine Insel ist, mehr wusste ich es auch nicht. Da war eine von Gründung schon, also das 1979. Da war eine Schwester aus Frankreich, also Irland, Belgien, Indien, Reunion, Mauritius und Madagaskar. Das war natürlich also nicht einfach gewesen, also in dem Moment also in dieser multikulturellen also Gemeinschaft zu leben. Aber ich habe das also wirklich also sehr bereichernd empfunden. Ja, da habe ich also war ich 6 Jahre lang also in dieser Gemeinschaft, was eigentlich also mich sehr sehr berührt hat. Also das waren die Frauen. Wo ich dorthin kam, da waren sehr viele Frauen, also die nach traditioneller Art verheiratet waren, das heißt also nicht weder kirchlich noch standesamtlich, aber Frauen, also die zusammengelebt haben mit ihren Männern und viele Kinder gehabt haben. Aber sie haben also wenig zum Leben gehabt, da sind sie also einfach verpflichtet gewesen, irgendwo hinzugehen, also mit den Kindern und dann etwas also bitten, damit sie was zu essen bekommen. Anfang habe ich versucht, den Frauen etwas einfach so zu geben, weil ich gedacht habe, irgendwo hat man Mitleid, wenn man die Frauen sieht und die Kinder auch. Mhm. Also. Und dann haben sie also versucht, das, was wir gegeben haben, also gleich zu verkaufen, also an der nächsten Stelle. Das heißt, sie hatten ein Konzept bei diesen Frauen und Kindern und das ist erstmal nicht aufgegangen. Das heißt, sie durften aber auch sich selbst experimentieren. Es gab jetzt niemand, der ihnen gesagt hat, liebe Schwester Hilaria, Sie machen jetzt das so und so und Sie müssen das so und so machen, nein, sondern Sie hatten vollkommene Autonomie. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Ja, das ist auch, wir sind da eine Gemeinde, eine internationale Gemeinde gewesen.
Und einfach, Schwestern, wir machen einfach Erfahrung. Also, wie machen wir das richtig? Wie könnten wir das mal machen vielleicht? Und was ist gut für diese Frauen? Wie könnten wir helfen? Also, das wird dann also gemeinsam überlegt. Und dann haben wir gesagt, also es wird kein Essen mehr ausgegeben. Sie können kommen zum Arbeiten. Und je nachdem, also was für Fähigkeiten sie haben, damit wir auch selber sehen, also welche Fähigkeiten die haben, die Frauen. Eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, manchmal einen halben Tag. Und so hat sich dann entwickelt, dass von vielen diesen Frauen einige, also eine ganz gute Gruppe, stabile Gruppe da war, jeden Tag zum Arbeiten. Dass sie dann weiter ihr Land und Reisfeld bebauen konnten, dass sie auch kleine Hühnerzucht und Hasenzucht machen konnten. Sie sprechen von Steinbrüchen, das hört sich ja für uns ganz schrecklich an. Sind wirklich in der Tat so ein riesengroßer Steinbruch, wo die Steine abgetragen werden? Ja, erzählen Sie mal. Und das was haben da Frauen und Kinder eigentlich zu suchen? Die Männer also arbeiten also die mit den ganz großen also Steinplatten, das wird dann also klein gemacht. Es gibt ja keine Maschinen, das wird alles mit der Hand gemacht. Und dann die Frauen arbeiten also mit diesen Kieselsteinen, diese zerkleinerte Steine, also tun dann die Frauen noch so kleine Kieselsteine machen, also mit dem Hammer. Und dann haben wir gefragt, also, ob die damit einverstanden wären, also wenn wir die Kinder mal einen Spielplatzmöglichkeit haben und dass sie etwas lernen können. Die Eltern waren also gleich einverstanden gewesen. Und die Mütter oder die Eltern, meistens sind also alleinstehende Frauen gewesen, dass die dann also keine Möglichkeit haben, diese Geburtsurkunde zu beschaffen. Also dann bleiben die lieber die Kinder also um der Mutter so herum. Und aus dem Grund gehen sie nicht in die Schule. Ich habe ja gelesen, Sie organisieren das ja auch und bezahlen das ja auch. Die organisieren nicht, also die Besorgung und die Beschaffung von Geburtsurkunden. Ja, ja, ja. Das haben wir dann also in der Zeit, wo die Kinder zu uns kamen, und haben wir also mit der Familie wieder Hausbesuche, da wo sie sind, also um zu sehen, also wo sie sind. Und sie ermutigt, dass mit uns also eine Schwester oder eine Frau, mit der er geht, also auf die Behörde geht, dass sie dann also Geburtsurkunde beschafft. Dass sie dann also das Kind dann das Alter erreicht hat, normal in die Schule gehen können. Und dass sie dann eigentlich das Leben in die Hand genommen haben und sie für die Erziehung, soweit das möglich war, dass sie dann selber versorgt haben, also diese Frauen. Dann ein weiterer Schritt war, also was auch wichtig erschien für mich, für uns, also für die Schwestern, wenn wir ein Grundstück kaufen könnten. Das haben wir gemacht, also mit Spenden konnten wir ein also kleines Grundstück kaufen. Dann haben wir das verteilt, also für verschiedene also Familien und so kleines Häuschen gebaut, also mit zwei Räumen und kleinen Küche. Das ist überhaupt gar kein Verhältnis zu Deutschland, aber dass sie einfach mal ein Dach über dem Kopf haben, dass die Frauen wussten, also das gehört jetzt mal uns. Niemand wird das an uns rausschmeißen. Und ab da habe ich also eine positive Entwicklung also bei diesen Frauen gesehen, bei dieser Frauengruppe, wo diese 10, 15, dass sie gesagt haben, jetzt, ich bin also erleichtert, ich bin von diesen Angstzuständen also weg, niemand kann mich rausschmeißen, und dann auch jetzt mal auf die Erziehung der Kinder konzentrieren. Auch wenn der Mann kommt und dann also mich rausschmeißt, der kann ja das gar nicht machen. Also das ist also auf den Namen also von diesen Frauen überschrieben.